Mindestens einmal pro Woche geht in Deutschland eine Bombe hoch. Kontrolliert, so auch vergangenes Jahr in der Münchner Innenstadt. Das war einfach nur ein Ausnahmezustand wie im Krieg. Niemand weiß, wie viele Blindgänger noch in deutschen Böden liegen. Von den Sprengbomben geht man davon aus, dass zwischen 12% und 15% nicht zur Detonation gekommen sind. Bundesweit machen Kampfmittelbeseitiger Waffen, Granaten oder Bomben unschädlich. Drei von ihnen starben in Göttingen bei der Entschärfung einer Fliegerbombe. Der Zustand der Bomben wird immer schlechter und der Umgang mit diesen Kampfmitteln wird auch immer gefährlicher. Verrottete Munitionsreste in Nord- und Ostsee werden zur Gefahr für Mensch und Tier. Das sind kaputte Flakgeschosse, die jetzt mit den Jahren sich aufgelöst haben. Die haben wir denn öfter mal im Netz. Einige Substanzen, zum Beispiel die Arsenverbindungen, lassen sich doch in erhöhten Konzentrationen im Boden nachweisen. Das Problem wird seit Jahrzehnten weiter vererbt, von Regierung zu Regierung. Das ist nichts, was man jetzt sozusagen im Hauruck-Verfahren von heute auf morgen regeln kann. Woche für Woche werden in Deutschland zufällig Bomben gefunden. Warum wird nicht überall gezielt nach den gefährlichen Blindgängern gesucht? Ausnahmezustand in Osnabrück. Gleich an zwei Stellen haben Experten Bomben aufgespürt. Ein Sprengkörper wird zwischen zwei Wohnblöcken vermutet, der andere im Garten eines Einfamilienhauses. Ich treffe die Kampfmittelbeseitiger vor ihrem Einsatz. Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Bomben zu entschärfen. Wir können ja nicht warten, bis die Bombenblindgänger eventuell mal von allein detonieren und dadurch dann Menschen gefährden. Und das Problem ist, gerade in den schon bebauten und bewohnten Gebieten, da wird ja nicht permanent mehr gebaut. Also wird da auch keiner diese Bombenblindgänger bei Bauarbeiten finden. Sie werden da wahrscheinlich viele Jahrzehnte noch liegen bleiben, bis sie vielleicht mal von selbst detonieren. Lagerung, die jetzt noch vorhanden ist. Sprengmeister Hans Mohr muss heute an die Bombe. Solange ich nicht weiß, welche Zünder drauf sind, ist es für mich enorm spannend. Also man mag mir das vielleicht nicht anmerken, aber im Grunde bin ich, bis der Zünder identifiziert ist, schon sehr, sehr stark angespannt. Aber wenn Sie selber sagen, Sie stehen unter Anspannung, dann ist es ja auch ein Job, der Ihnen viel abverlangt, ne? Wenn sich das so entwickelt hat wie bei mir, dass man da hinein gewachsen ist, entwickelt sich dann aber auch eine Art Jagdinstinkt, wo es eine unheimliche Befriedigung ist, diese Gefahrenquellen zu beseitigen. Also nach so einer Aktion fällt denn alles von einem ab und mir persönlich gibt das eine sehr große Zufriedenheit. Noch allerdings herrscht Anspannung bei den Anwohnern, die ihre Häuser verlassen müssen. Sie wissen ja noch gar nicht so genau, was jetzt passiert heute Abend, ne? Nein. Was wäre so Ihre größte Angst? Dass die Bombe explodiert. Ja, dass unser Haus und alles kaputt geht. Das wäre schon schlimm. Jetzt haben Sie jahrelang ja in Nachbarschaft zu dieser Bombe gelebt. Ja, unsere Kinder sind auch jeden Tag zur Schule gegangen, da durch den Weg. Das ist schon sehr erschreckend, ja. 15.000 müssen raus aus ihren Wohnungen. Noch weiß niemand, wie lange die Evakuierung dauern wird. Sprengmeister Hans Mohr weiß nur, dass das, was da unter der Erde liegt, groß ist. Das Leitwerk, wie das Heck einer Bombe bezeichnet wird, wurde bereits freigelegt. Mohr kann daraus einiges ableiten. Das ist ein amerikanisches Bombenleitwerk. Das kann eine 5-Zentner, das kann aber auch eine 10-Zentner Bombe sein. Das konnte man ohne weiteres ausgraben, weil die Messung, die vorher durch die Sondierung gemacht wurde, hat ausgewiesen, dass hier ein Störkörper ist, aber wesentlich tiefer die Bombe liegt. Deshalb konnte man dieses praktisch als Schrottteil schon rausnehmen, ohne eine Gefährdung herbeizubeschwören. Nicht alle verlassen freiwillig ihr Zuhause. Es findet eine Bombenräumung hier statt. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Wenn Sie nicht freiwillig aus dem Haus kommen, werden wir gewaltsam in das Haus hineinkommen. Wir werden die Tür öffnen und Sie müssen gegebenenfalls für die Kosten aufkommen. Nehmen Sie die Leiter hier weg. Nein, kommen Sie. Immer mit Ihnen reden. Sie müssen ich raus. Möchte nicht mit Ihnen reden. Sie müssen aber raus. Jetzt nicht. Sie müssen nicht rein. Nein. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Ich werde einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen. Dann werde ich duschen und mich darum kümmern,
dass ich mich entweder so oder so verhalte. Verstehen Sie mich? Sie haben verdammt noch mal mir die Zeit zu geben, dass ich rauchen kann. Gehen Sie nach unten. Erst sanfte Polizeigewalt überzeugt die Dame dann doch. 30.000 Euro kostet die Stadt Osnabrück die Räumung des gesamten Wohngebietes. Die Entschärfung der Bomben zahlt das Land Niedersachsen. Polizeisprecher Georg Linke nimmt mich mit in die Einsatzleitstelle. Von hier wird die Evakuierung koordiniert. Erst wenn vom Polizeihubschrauber das Okay kommt, gilt das Viertel als geräumt. Ja, korrekt. Phoenix hat noch einen Radfahrer gefunden. Schwerstraße Höhe Hannoversche. 4 Stunden dauert die Räumung inzwischen. Achtung, hier ist Osna 10 an alle eingesetzten Kräfte im Evakuierungsbereich. Ab jetzt Einsatzstatus Sicherheit. Eiche 77 verstanden. Eiche 72 auch. 15.000, das ist eine sehr große Bombenräumung, das muss man ganz klar sagen. Natürlich dem Problem geschuldet, dass wir hier die Bomben in einem reinen Wohngebiet liegen haben. Und dann muss man, wenn man einen entsprechenden Radius zieht, halt auch so viele Leute evakuieren. Eine Sporthalle ist das Evakuierungszentrum. Die Osnabrücker kennen das schon. 170 Bomben wurden in den letzten 12 Jahren gefunden und beseitigt. 2 Stunden nach der Evakuierung gibt der Bombenentschärfer Entwarnung. Ja, schnell. Das muss ich sagen, das war wirklich klasse. Super Arbeit. Zwei amerikanische 250 Kilogramm Bomben hat Mohr entschärft. In Handarbeit. Erleichtert? Ja, klar. Das ist die totale Entspannung, wenn das alles gelaufen ist. Und die Nacharbeit ist nur noch ein Vergnügen. Jede Bombe hatte 2 Aufschlagzünder. Einer war zerstört und einen hat Mohr im Garten beseitigt. Meinen Sie, Sie werden noch viele solche Einsätze haben? Davon gehe ich felsenfest aus. Man kann ja in den Statistiken nachlesen, was für große Mengen bei den Bombenangriffen wirklich abgeladen wurden. Bei Osnabrück, da spricht man, glaube ich, so von 25.000 Sprengbomben, nur Sprengbomben. Es gibt ja noch andersartige Bomben. Und da sind wir noch lange nicht beim Ziel angekommen. Ich möchte mehr erfahren über die Bomben im deutschen Boden. In Dresden ist die bundesweit renommierteste Sprengschule. Hier werden Sprengmeister ausgebildet. Etwa 30 Polizisten sind es jedes Jahr. Herr Frigge, sind Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg noch ein Problem, das oft auftaucht? Also Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind ein Problem. Nur Gott sei Dank sind es nur mal Einzelne, die es bis in die Zeitung oder bis in die Nachrichtenmeldung schaffen. Alles andere läuft relativ ruhig und ohne, dass die breite Öffentlichkeit das mitbekommt. Mehrere hundert unterschiedliche Typen müssen Bombenentschärfer zweifelsfrei auseinanderhalten können. Auch der amerikanische Bombentyp aus Osnabrück liegt hier, allerdings ohne explosive Füllung. An ihm darf ich üben. So, da haben wir hier die Rohrzange, dann probieren wir das bitte mal. Okay. So, zu beachten wäre, dass wir hier den Zünderkörper haben und vorne den Druckteller und die Zange muss angesetzt werden an den Zünderkörper. Nicht an den Druckteller. Und jetzt herausschrauben. So einfach geht das natürlich in der Praxis nicht immer. Das kann man sich vorstellen, wenn die ein paar Jahrzehnte im Boden gelegen hat. Jetzt wird der Zünder vollständig herausgeschraubt und zur Seite gelegt. Ist der Zünder aus der Bombe, gilt diese als entschärft. Und wo liegt jetzt die Schwierigkeit, so einen Bombentyp zu entschärfen mit so einem Zünder? Ja, das wäre dann hier ein Langzeitzünder. Und Langzeitzünder sollen also die Bombe auslösen zu einem Zeitpunkt, wenn die Flieger, die diese Bombe abgeworfen haben, schon lange wieder in Richtung Heimat unterwegs sind. Das ist so ein Zünder da. Das wäre ein solcher Zünder. Dieser Typ wird nur durch eine Sperre am Detonieren gehindert. Nach dem Abwurf treibt dieses Windrad eine Gewindestange ins Innere des Zünders. Sie zerdrückt eine Glasampulle, die mit Lösungsmittel gefüllt ist. Das zersetzt langsam die Sperre. Stunden nach dem Abwurf detoniert die Bombe. Ziel war es, die Zivilbevölkerung nach dem Verlassen der Bunker zu treffen. Blindgänger dieses Typs liegen überall in Deutschland. Tickende Zeitbomben, die explodieren, sobald die Sicherung verrottet ist. Das ganze Problem ist, glaube ich, von Anfang an ein wenig stiefmütterlich behandelt worden, auch vielleicht ein bisschen unterschätzt worden. Bei vorsichtig geschätzten 2 Millionen Sprengbomben, die über ganz Deutschland abgeworfen wurden,
hatten ca. 200.000 die gefährlichen Langzeitzünder. Etwa 20.000 davon waren Blindgänger. Wie viele davon geräumt wurden, ist unbekannt. Die meisten Sprengstoffe wurden zunächst industriell und erst später als Waffe eingesetzt. Heute ist Sprengen eine gängige Art, Kampfmittel zu beseitigen. Wie genau das funktioniert, lerne ich hier in Dresden. Geht gar nicht so einfach. Stecke ich die Zündladung da rein, so tief wie es geht. Oder reicht das schon? Und dann mache ich hier so einen Knoten. Aus handwerklicher Leichtigkeit kann schnell gefährlicher Leichtsinn werden. Ausbilder Jörg Rennert macht deswegen immer wieder auf die vernichtenden Kräfte der Sprengsätze aufmerksam. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir nur mal machen, um einfach mal zu verdeutlichen, mit wie wenig Sprengstoff man was für einen Schaden anrichten kann. Die Schweinepfote, die ist von der Anatomie der menschlichen Hand ein bisschen ähnlich. Und insofern kann man also das, was man dann hier hinterher sieht, auch mehr oder weniger auch schlussfolgern, wie eine Hand aussehen würde, was wir natürlich nie ausprobieren werden. Dann machen wir das Signal. Lehrgangsleiter Jörg Rennert schließt den elektrischen Zündkreis. 3, 2, 1. Nur ein Gramm Sprengstoff steckt in der Zündkapsel, die die Schweinepfote zerfetzt. So, wenn Sie sich das hier angucken, dass das die Wirkung von einem Zünder ist, denke ich, dann ist das deutlich genug, ne? Also was ein Gramm Sprengstoff letztendlich anrichten könnte. Kann man daraus auch die Wirkung einer 300 Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ableiten? Schwierig, das kann man eigentlich nicht sagen, weil wenn Sie bei 300 Kilogramm daneben stehen, da werden Sie wahrscheinlich von demjenigen bedauerlicherweise nichts mehr finden. Aber bei 300 Kilogramm ist natürlich die Wirkung in der Umgebung noch wesentlich größer. Ne? United States bombers bound for Berlin to destroy armament industries in and around the Nazi war capital. Mehr als 400.000 Sprengbomben fielen allein auf Berlin. Experten vermuten, dass noch über 3.000 Blindgänger in der Erde der Hauptstadt liegen. Doch das flächendeckende Bombardement der englischen und amerikanischen Bombereinheiten traf alle deutschen Großstädte und Industriestandorte. Das Moral Bombing sollte die Bevölkerung demoralisieren und die deutsche Endsiegpropaganda ad absurdum führen. Oranienburg bei Berlin ist eine der wenigen Gemeinden Deutschlands, in der flächendeckend nach Bomben gesucht wird. Alle 2 Meter bohren sie hier, 8 Meter tief. Auch auf Privatgrundstücken. Nach amerikanischen Flugzeugbeladungslisten wurden hier allein bei einem Angriff über 4000 Bomben mit den gefährlichen Langzeitzündern abgeworfen, macht etwa 400 Blindgänger. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit, den wir hier eingehen. Wir haben diese Zünder, die wir entschärft haben, alle untersucht. Und der innere Zustand zeigt uns also, der Verrottungsprozess nimmt immer mehr zu. Die Sicherungselemente, die da noch vorhanden sind, die verschwinden immer mehr. Das heißt, irgendwann wird es dann zu Selbstdetonation, die es hier schon gegeben hat. Also eine Bombe, die also selbstständig detoniert, ohne äußere Einflüsse kommen können. Und das wollen wir ja vermeiden. Elektromagnetische Messungen in den Bohrlöchern machen die Sprengkörper aus Stahl sichtbar. Auch unter Gebäuden und Straßen. Kosten für die Suche und Räumung der gesamten bombardierten Stadtfläche 420 Millionen Euro. Land und Gemeinde haben pro Jahr nur 7 Millionen veranschlagt. Das bedeutet, bis die Suche abgeschlossen ist, vergehen noch weitere 50 Jahre. Als nächstes wird dann genau lokalisiert, wo sich der Gegenstand befindet. Ja, so dass man die Tiefe verifiziert und die genaue Lage. Anschließend wird ein Verbau angelegt und es wird sich runtergekramt bis an den Gegenstand, um genau zu erkunden, um was es sich handelt. Ja, das kann eine Bombe sein, das kann aber auch irgendein anderer Metallkörper sein, was wir ja auch häufig haben. Das meiste von dem, was Reinhard und seine Kollegen finden, landet hier in den Bunkern von Kummersdorf-Gut. 500 Tonnen Bomben und Munition sind es im Schnitt pro Jahr, allein in Brandenburg.
Das sind alles Bomben? Das sind alles Bomben, ja, russische Bomben. Verschiedene Granaten, verschiedene Kalibers hier. Handgranaten da oben? Handgranaten, jawohl. Die sind Nörren-Typs. Die Funde eines Winters. Im Frühling werden sie beseitigt. Da werden Gruben gemacht, mehrere, und dort wird die Munition eingelassen, kommt auch wieder erdreich drauf und dann wird sie dort gesprengt, damit die Wirkung gedämmt wird. Etwa 10 Großsprengungen gibt es hier im Jahr. Gut 20 Tonnen Munition waren es bei dieser. Doch in Zukunft wird es öfter kleine Sprengungen geben, manche dann auch in Wohngebieten. Wenn wir die Kampfmittel bergen, stellen wir auch immer wieder fest, dass sie immer labiler sind, also verrotten langsam. Wir sprengen immer mehr vor Ort, also fassen die auch selber nicht mehr an, weil es zu gefährlich ist für die Mitarbeiter, damit umzugehen oder gar zu transportieren. Da wird also immer mehr direkt am Fundort vernichtet, sodass keiner sich unnötig in Gefahr begeben muss. 5-mal sind in Oranienburg bereits Bomben von allein hochgegangen. Auch Ehepaar Friedel flogen die Granatsplitter buchstäblich um die Ohren. Wir hatten insofern Glück, dass diese Bombe etwa 5 Meter tief lag und damit einen ziemlich spitzen Trichter ausmachte und über uns drüber weggeflogen sind die Splitter. Ist das so ein Tag, den man nie vergisst? Den vergisst man nie, den Tag. Nee. Wir feiern 2-mal unseren Geburtstag. Das behält man immer in Erinnerung. Ja. 1981, am Ostersonntag, ging hier im Garten die Bombe hoch. Mit Hilfe des Gartenschlauchs zeigt mir Heinz Friedel die Ausmaße des Kraters. So groß war der Krater? 12 bis 15 Meter im Durchmesser. Bombensplitter beschädigten mehrere Autos und schlugen in einigen Dächern der Nachbarhäuser ein. Brigitta Friedel wurde durch die Wucht der fliegenden Erde verletzt. Die Bombe machte aus dem Zierrasen eine Dünenlandschaft. Wo waren Sie, als diese Bombe hier detoniert ist? Ich war im Begriff, von dort, wo dieser Kessel liegt, rüber zu gehen zum Komposthaufen. Und meine Frau und meine Schwiegermutter, die standen etwa von diesem Baum so 5 Meter zurück und haben natürlich nun mehr abgekriegt als ich. Dort kamen also die ersten Soden schon wieder runter. Und dadurch hat sie die teilweise ins Genick gekriegt und hat sich vor meine Schwiegermutter gestellt, um die zu beschützen. Rüstungsfirmen, Flughäfen und Bahnhöfe waren die strategischen Ziele bei Luftangriffen. München, 4 Monate nachdem hier mitten in einem Geschäftsviertel die Sprengung einer Bombe unerwartete Ausmaße annahm. 4 Monate und noch immer sind die Schäden deutlich sichtbar. Die Boutique von Ronny Kleiner ist nur wenige Meter von dem Fundort entfernt. Die Bombe lag hier vorne. Genau. 5 bis 10 Meter von der Kante hinweg lag die Bombe. Ganz nah. Und war auch zu erkennen? Die hat man den ganzen Tag gesehen. Die ist mindestens einen halben Meter rausgestanden. Das heißt, als man sie gefunden hat, wurde hier noch nicht sofort geräumt? Nee. Die hat man vormittags etwa um 10 gefunden und abends um 6 mussten die Leute aus dem Haus raus. Weitere 28 Stunden später lief die kontrollierte Sprengung aus dem Ruder. Ja, das ist mein Laden. Oh, das ist der Zustand nach 4 Monaten. 4 Monate nach der Bombensprengung. Wie lange wird es noch dauern? Noch 2 bis 3 Monate, immer noch. Immer noch. Die ganzen Fensterrahmen vom ganzen Haus mussten gemacht werden, alle Türen vom ganzen Haus. Und so verzögert sich das alles, was ein Riesenauftrag ist. Immerhin, die Anwohner der betroffenen Straßen halten zusammen. Kleiner darf eine Kneipe als Büro nutzen. Wir gucken uns an, was in der Nacht der Bombensprengung passiert ist. Ich habe das Geld in der Kasse gelassen, das war alles, wir haben gelacht. Wir haben gelacht, ach, jetzt müssen wir hier raus, eine Bombe, haha. Also das hat keiner für ernst genommen, so. Niemand. Mehrere Anwohner haben Kameras auf den Dachterrassen laufen lassen. Wie hoch sind die Häuser? Das sind 5-stöckige Häuser. Und es ist deutlich zu erkennen, dass das Flammenmeer darüber geht. Ne? Auch wie breit dieses ganze Flammenmeer ist. Ja, mehrere hundert Meter schaut es aus. Und jetzt schlägt es erst richtig hoch. Es ist wirklich merkwürdig. Jetzt brennt der Laden. Wenn man jetzt Opfer so einer Bombe wird, wer hilft einem danach? Niemand.
überhaupt niemand. Das war auch eine der Sachen, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, warum ich auch in die Interviews gegangen bin, in die Filmaufnahmen gegangen bin, an die Zeitung gegangen bin, weil da wirklich überhaupt keine Hilfe kam von öffentlichen Stellen oder der Stadt München. Und ich kann von Glück reden, dass meine private Versicherung aus Kulanz gesagt hat, gut, wir kommen für den Schaden auf, obwohl es einen Passus gibt, dass sie nicht für Nachkriegsschäden aufkommen müssen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich vor dem Nichts gestanden. Das ist ihr Land. Mit einem Windzug nach der Druckwelle sind die Flammen durch Kleiners Boutique gefegt. Also es ist immer noch so, dass ich es kaum verarbeiten kann. Ich rieche wieder den Geruch, wenn ich das hier sehe. Ich weiß, wie ich mich die ersten Tage gefühlt habe. Das war einfach nur ein Ausnahmezustand, wie im Krieg oder so. Aber wirklich emotional komme ich immer noch nicht rum. Ich glaube, da brauche ich noch Jahre. Das zu spüren, der Schmerz, das alles, was das bedeutet. Ja. In München gibt es keine ausdrückliche Pflicht, Baugrundstücke nach Bomben abzusuchen. Die Leidtragenden sind die Arbeiter. Haben Sie bewusst nach der Bombe gesucht? Nein, wir haben den Auftrag, hier Erdarbeiten durchzuführen. Und der Bombenfund war zufällig. Es war nicht gewollt und nicht geplant. Mhm. Und es wünscht sich keiner sowas. Aber es kommt leider vor. Das ist nicht die erste in diesem Jahr. Für Sie nicht die erste? Nein, wir waren in München in diesem Jahr an 3 Stück schon beteiligt. Experten vermuten allein in München noch mindestens 600 gefährliche Blindgänger. Also da, wo jetzt dieser Erdhaufen ist, in dem Bereich lag die Bombe. Und wir hatten da abgetragen, schichtweise, und wollten das Material hier vorne aufbauen. Und dann hat er die Bombe seitlich erwischt und hat dann gemerkt, dass er gegen einen Widerstand ist. Und hat man nachgeschaut und hat man dann gesehen, dass es also Metallkörper ist. Und dann weiß man, um was es geht. In Schwabing war es genau der Bombentyp, der schon durch leichte Erschütterungen hochgehen kann. Das war der erste Tag der Baustelle, Beginn der Arbeiten. Und dann zwischen 8 Uhr und 10.23 Uhr haben wir die Bombe gefunden und da sehen Sie genau, wie der Lader die Bombe hier erwischt hat. Baggerfahrer Zoran Heckner war damals sofort klar, dass das kein Stein sein konnte, gegen den er da gefahren war. So, grüß Sie. Hallo, grüß dich. Der Sprengmeister war hier, hat er das angeschaut, dann hat mir in dem Moment gesagt, du Junge, du kannst uns weiter Geburtstag feiern. Dann habe ich mich über alles nachgedacht. Wie kann das schnell gehen? Was kann alles passieren? Beispiel hier, wie viele Menschen kann er tot sein? Auch. Ich habe ein Riesenglück gehabt. Aber so ist es im Leben. Tiefbauunternehmer Gerhard Herrmann hofft, dass alle aus dem Vorfall gelernt haben. Sie kennt noch mehr, bevor Sie anfangen, diese Sprengkommandos und diese Bombensucher mit ins Boot nehmen. Das ist machbar, aber es ist immer auch eine Kostenfrage. In Hamburg ist vor jeder Tiefbaumaßnahme eine Suche nach Blindgängern Pflicht. Die Stadt war von den Flughäfen der englischen Royal Air Force gut zu erreichen. Über Hamburg, Germany's principal seaport and number one war center, tons of bombs rain from the sky. Die Hansestadt hat eine staatliche Stelle eingerichtet, die Grundstücke auf Antrag sondiert. Matthias Otto ist studierter Geograf. Er sucht vom Schreibtisch aus nach Bomben. Als Sie diesen Job ergriffen haben, war Ihnen klar, nach wie vielen Bomben Sie suchen? Nee, nicht in dem Umfang. Dass Hamburg sicherlich stark getroffen wurde, natürlich, selbstverständlich, aber in welchen Dimensionen sich das dann tatsächlich erstreckt, so nicht realisierbar vorher. Wie viele Bomben waren das denn insgesamt, die auf Hamburg so gefallen sind? Was kann man sagen? Sprengbomben so über 100.000 und Brandbomben über 3,5 Millionen. In mehr als 200 Angriffen. Die Briten und Amerikaner entweder in Wellen nacheinander oder aber gemeinsam flogen. Bei Versuchen über den schottischen Highlands haben die Briten eine eigene Blindgängerquote ermittelt. Sie liegt mit 13% sogar noch höher als die allgemein angenommene Zahl von 10%. Auf die Bombardements folgten regelmäßig Aufklärungsflüge, um die Erfolge der Angriffe zu dokumentieren. Auf Fotos. Mehr als 30.000 Luftbilder stehen den Hamburgern inzwischen für ihre Suche zur Verfügung. Und es gibt historische Unterlagen über festgestellte Blindgänger. Das ist jetzt eine Fläche März 1945. Diese Fläche wäre für uns
ohne Verdacht. Wenn wir uns dann aber ein Luftbild, gleiche Fläche von April 45 anschauen, sehen wir hier überall zahlreiche Krater. Das sind die großen Löcher mit dem Auswurf. Und es tauchen auch ganz vereinzelt diese kleinen Punkte auf. Durchmesser ca. 2 Meter, das hier wäre so ein kleiner Krater, mit dem wir sagen würden, das wäre ein potenzieller Verdachtspunkt. 24 Mitarbeiter suchen mit modernster 3D-Technik und teurer Spezialsoftware alle Grundstücke ab, auf denen gebaut werden soll. 3000 schafft die Abteilung im Jahr. Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass wir ca. 60 Jahre brauchen, hat aber den Hintergrund, dass wir doch erst seit 30 Jahren dabei sind mit der Luftbildauswertung, denn erst Mitte der 80er Jahre wurden die militärischen Archive der Alliierten geöffnet. Auch Seeminen und deutsche Munition, die die Alliierten nach Kriegsende einfach im Meer entsorgt haben, machen zunehmend Probleme. Die Nordsee vor Niedersachsen ist das Hauptfanggebiet der deutschen Krabbenfischer. Seit 25 Jahren wirft Friedhelm Müller hier seine Netze aus. Genauso lange kommt er regelmäßig mit Kriegswaffen in Kontakt. Da, wo wir fischen, wo wir unser Geld verdienen, da liegt so eine Scheiße leider rum. Und das geht auch hin und wieder mal ungewollt ins Netz. Und das sind ja nicht nur kleine Sachen, das sind ja auch große Sachen. Das fängt an von Handgranaten bis Flakgeschosse, über Fliegerbomben, über Minen. Da liegt ja alle hart. Mit beängstigender Regelmäßigkeit holt Fischer Müller explosiven Beifang vom Grund der Nordsee. Das sind die Pulverstangen, die Treibmittel für die Flakgeschosse. Diese Pulverstangen, die sitzen richtig im Bündel in diesem Geschoss und treiben wir diese Bombe vorne an. Die haben wir dann öfter mal im Netz. Drei niederländische Fischer starben 2005, als sie eine Seemine mit dem Netz an Bord zogen. Müller hatte erst kürzlich einen ähnlichen Fang. Mit den Jahren ist ja die Munition im Sand verschwunden und durch die Gezeitenänderung und Strömungsänderung kommen solche Sachen natürlich auch leicht wieder hoch. Die spülen dann aus dem Meeresboden wieder frei und wenn unsere Rollerkette da ankommt, können die natürlich auch mal ins Netz reinschwimmen. Auch die Mine, die wir gefangen haben, die hat sich jetzt in der Ecke vom Netz festgehakt. Die hing richtig im Netz fest. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht Zünder waren oder irgendwelche Aufhängungen von der Mine selbst. Und dann haben wir versucht, das Ding wieder rauszukippen. Hat natürlich das Netz mal an der Stelle zerrissen, hat Schwung aufgenommen, ist zur Mitte gerollt und dann komplett durchs Netz durchgefallen. Da war natürlich alles kaputt. Aber in erster Linie war ich froh, dass ich die blöde Mine los war. Hab mich dann natürlich geärgert, dass das Netz kaputt war. Die Fischer müssen mit der Gefahr aus ihren Fanggründen leben. Mehr als 100.000 Minen werden noch in der Nordsee vermutet. Wir haben natürlich jetzt auch so ein bisschen Bedenken, wenn da noch mehr auftaucht, dass das ganze Gebiet ja nachher für unser Sperrgebiet deklariert wird, dann können wir unsere Fischerei da auch nicht mehr ausüben. Weil wir werden ja nach wie vor da fischen, weil wir können da an der Stelle Krabben fangen. Wir wissen zwar, dass da Munition liegt, aber hoffen immer nur, dass es gut geht. Erst wenn bekannt ist, wo eine Mine liegt, reagieren die Behörden. Moin, Herr Bagger. Moin, willkommen an Bord. Kaum jemand kennt die See hier so gut wie Hermann Bagger. Er und seine Crew markieren die Schiffsrouten im Wattenmeer. Es ist sehr viel Munition da, weil ja da Unmengen an Munition verklappt wurden nach dem Kriege. Und jetzt wird es zum Problem, weil da eben halt die Seekabel und so weiter verlegt werden sollen. Das liegt da ja jetzt auch schon, nicht? Seit nach dem Kriege. Hat sich auch nie einer drum gekümmert. Jetzt aber wird die Munition zum Problem. Um einen Offshore-Windpark mit dem Stromnetz an Land zu verbinden, muss eine 50 Kilometer lange Kabeltrasse geräumt werden. Kosten mindestens 30 Millionen Euro. Heute soll die Bombe, die Fischer Müller im Netz hatte, gesprengt werden. Unter Aufsicht von Sprengmeister Hans Mohr. Innerhalb der 12-Meilen-Zone hat der Staat die Oberaufsicht. So, wir müssen hier im Brückenbereich bleiben. Aha. In dem vorderen Bereich vor der Brücke dürfen wir uns nicht aufhalten, aus Sicherheitsgründen. Und das, was ich da jetzt sehe schon, was ist das? Ja, wir haben einen Ladungsträger vorbereitet. Der besteht aus zwei Hohlladungen, wo eine sogenannte Hohlladung einen Plasmastachel ausbildet. Und der kann bei einer derartigen Dimension eine Stahlwandung von 20 cm durchschlagen. Was er hier aber nicht braucht, wir haben hier eine Aluminiumwandung von einem Zentimeter ungefähr und die durchdringt dieser Plasmastrahl ganz leicht und initiiert dadurch dann die Sprengladung in der Mine. Mohr will mit der doppelten Sprengladung auf Nummer sicher gehen. Es würde reichen, wenn eine Ladung die Mine trifft. Ein Tauchroboter soll die gefährliche Fracht in Position bringen. Die Mine liegt etwa 22 Meter tief.
Weil der Roboter bei Strömung schwer zu steuern ist, bleibt nur eine Stunde zwischen Ebbe und Flut für das Anbringen der Ladung. Ein enges Zeitfenster. Noch dazu ist heute die Sicht zu trüb. Ja, nee, dann hat es keinen Sinn. Dann lass uns das abbrechen, dann müssen wir einen neuen Termin ansetzen. Und die Sache nochmal überdenken, ob das mit Tauroboter überhaupt einen Sinn hat. Ja, ich wäre jetzt viel entspannter, wenn wir eine ordentliche Sprengung gesehen hätten. Wir können Eisgang bekommen und wenn so eine Kardinalstonne, die eben diese Gefahrenstelle bezeichnet, wenn dort Eisgang drüber geht, wird die abgeschert oder verzogen und schon ist wieder die Gefährdung größer für die Fischerei eventuell. Für den nächsten Versuch hat das Sprengteam auf günstigere Bedingungen gewartet. Diesmal will Hans Mohr persönlich an die Mine deutscher Bauart. Ein Trupp Polizeitaucher unterstützt ihn. Ich habe ein Archivbild. Hier sieht man eine deutsche Grundmine mit der Bezeichnung LMB. Die Länge wissen wir noch nicht genau. Die gibt es in zwei Varianten. Einmal in der Länge von 1,70 Meter und einmal in der Länge von 2,60 Meter. Da sprechen wir von einem Ladungsunterschied. Einmal von knapp 300 Kilo bis zu 700 Kilo Sprengstoff. Die Taucher wollen in zwei Etappen vorgehen. Der Polizeitrupp hat die Aufgabe, die Mine zu finden und störenden Sand wegzuschaufeln. Erst dann wird Hans Mohr die Sprengladung in Position bringen. Hightech kann nicht fühlen. Die sind letztendlich beim Anlegen ihrer Ladung gescheitert, weil sie keine Sicht hatten mit ihren Videokameras. Und ohne etwas zu fühlen, kann man dann keine Ladung anlegen. Und als Taucher kann ich mit meinen Händen fühlen und kann auch ohne Sicht arbeiten. Bevor Mohr zu den Kampfmittelbeseitigern kam, war er Minentaucher bei der Bundeswehr. Die Ausbildung soll sich heute auszahlen. Auch den Tauchern bleibt nur eine Stunde zwischen Ebbe und Flut. Sollte die Markierung durch die Strömung von der Bombe abgetrieben worden sein, droht ein erneutes Scheitern. Die Mine liegt genau daneben. Es sieht gut aus. Hans Mohr kann die Sprengladung platzieren. So, das Kommando gilt. 3, 2, 1, Zündung. War euch alles klar? Hier ist alles mit. Vier Monate sind vergangen, seit Fischer Müller die Mine im Netz hatte. Herzlichen Glückwunsch, die Erleichterung ist Ihnen anzusehen. Ja, das ist eine Erleichterung. Es ist nicht an der Tagesordnung, dass wir derartige Sprengungen haben. Und wir sind froh, dass wir diese Gefährdungsstelle jetzt endlich behoben haben. Minen, Bomben, Munitionsreste und Granaten bis hin zu chemischen Kampfstoffen. Wie viel und was genau in Nord- und Ostsee liegt, weiß bis heute niemand. Eine Kommission aus Bund und Ländern hat 2011 eine erste, grobe Bestandsaufnahme veröffentlicht. Etwa 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und 5000 Tonnen chemische Kampfstoffe sollen es allein im deutschen Hoheitsgebiet sein. Krebserregendes TNT, Senfgas und Arsen belasten die Ostsee. Gift, das die See inzwischen aus den rostigen Hüllen spült. Immerhin, die EU geht dem Problem auf den Grund. Mit deutscher Beteiligung. Das Forschungsschiff des Thünen-Instituts für Fischereiökologie war auf Dorschfang in der Ostsee. Unser Part in diesem Projekt besteht daran zu untersuchen, inwieweit sich diese versenkte Munition auf das Ökosystem auswirkt. Speziell interessiert uns in dem Zusammenhang der Gesundheitszustand der Fische, aber auch von anderen Organismen in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird durch die Substanzen, die da freigesetzt werden können. Die Wissenschaftler haben in Gebieten gefischt, die ganz offiziell als Munitionsversenkungsgebiete in den Seekarten gekennzeichnet sind. Das Gebiet bei Bornholm ist ein traditionelles Fanggebiet für Ostseedorsch. Und zwar deswegen, weil sich die Dorsche in diesem Gebiet sammeln zum Laichen. Das ist eigentlich das wichtigste Laichgebiet für den Ostseedorsch zurzeit. Und zwar für den sogenannten östlichen Dorschbestand. Die Datenlage über Speisefische, die in den munitionsverseuchten Gebieten der Ostsee leben, ist noch dünn.
Die Studien stehen fast 70 Jahre nach Kriegsende erst am Anfang. 37 cm, 680 Gramm, das ist ein Männchen, Reifegrad 2, die Leber ist okay. Dorsche leben relativ bodennah und deswegen besteht ein gewisses Risiko, dass sie auch den Schadstoffen, die von der Kampfstoffmunition ausgeschüttet werden, ausgesetzt sein können. Lang dokumentiert den Gesundheitszustand der Tiere. Es ist ein Männchen, Reifegrad 4. Die Leber ist marmoriert. Lebergewicht 86,9. Puls 2 akut bilateral. Und Flossenfäule akut. Die Theorie hinter unseren Untersuchungen lautet ganz einfach, dass Fische, die in einer für sie ungünstigen Umwelt leben, nicht in der Lage sind, irgendwelche Krankheitserreger erfolgreich zu bekämpfen, sodass Krankheiten dann bei Tieren, die geschwächt sind durch Umweltstressoren, wenig Sauerstoff, zu hohe Wassertemperaturen, aber auch durch Schadstoffe, dann eher dazu neigen, Krankheiten zu entwickeln, als Tiere, die in einer optimalen Umwelt leben. Die Auswertung der Krankheitsstatistiken dauert noch an. Matthias Brenner untersucht die Zellstruktur der Fischorgane. Er befürchtet, dass das Ersehen bereits erste Spuren hinterlassen hat. Wir können Gewebeveränderungen dokumentieren, die den Einfluss von Arsen zeigen. Und aus den Untersuchungen von den vorangegangenen Fahrten haben wir da recht deutliche Hinweise, was das so ist. Und besteht dann auch die Gefahr, dass dieses Gift in die Nahrungskette kommt? Das Gift, was die Fische aufnehmen, liegt in höherer Konzentration in den Organen vor, aber kann sich natürlich auch im Muskelfleisch akkumulieren und würde so in die Nahrung auch für Menschen gelangen. Brenner forscht für das Alfred-Wegener-Institut. In seinem Labor untersucht der Meeresbiologe die Organproben der Fische. Die Hoffnung, dass die Wassermassen des Meeres die austretenden Gifte derart verdünnen, dass die Schadstoffe keine Rolle mehr für das Ökosystem Ostsee spielen, teilt er nicht. Deswegen ist es ja nicht weg. Nur weil es die schützende Hülle der Granate oder Bomben verlassen hat, deswegen ist es ja trotzdem noch da, irgendwo in der Umwelt. Es ist natürlich dann verteilt, vielleicht in niedrigen Konzentrationen. Aber die Ostsee ist ja nicht ein Meer wie die Nordsee, wo wir entsprechend so starke Strömungen hätten, dass sich das ganz großflächig verteilen würde. Sondern das bleibt ja erstmal zumindest auf lokaler oder regionaler Ebene und da konzentriert sich es auf. Für Munitionssprengungen vor der deutschen Küste muss der Bund die Kosten tragen. An Land zahlt er nur bei deutscher Munition und wenn die Bomben auf bundeseigenen Grundstücken liegen. Für alles andere müssen die Länder aufkommen. Auf der Innenministerkonferenz Ende 2012 treffe ich den SPD-Innenminister von Brandenburg, Dietmar Woidke, und seinen damaligen Amtskollegen Uwe Schünemann, CDU. Trotz verschiedener Parteibücher haben sie einen gemeinsamen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Das Ziel: mehr Gelder für die Suche nach Bomben, Bundesgelder. Sie beide haben eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Warum gerade jetzt? Wir brauchen eine systematische Suche, weil es hier wirklich um ein bundesweites Problem geht. Es ist nicht ein Problem für den Berliner Raum oder Brandenburg oder Niedersachsen. Es ist ein Problem, das bundesweit nach wie vor vorhanden ist. Und es ist eine latente Gefahr für die Bevölkerung. Diese Gefahr wächst. Und deswegen ist es nicht nachvollziehbar, dass hier finanzielle Argumente oder anderes mehr ins Feld geführt werden. Hier ist es eine gemeinsame Anstrengung, die gebraucht wird zwischen Ländern, Bund und Kommunen, um dieser Gefahr für die Bevölkerung Herr zu werden. Die Bundesregierung hat in ihrer ersten Reaktion abgelehnt zu helfen. Wie bewerten Sie das? Es ist schlichtweg so, dass der Bund sich aus der Verantwortung hier stiehlt. Das kann nicht akzeptiert werden und insofern brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Einigung. Zu teuer befand das Bundesfinanzministerium in einer ersten Stellungnahme. Immerhin, Innenminister Friedrich signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Wir werden gemeinsam darüber reden, wie man das Thema jetzt systematisch aufarbeitet. Und dann muss man sehen, wie man auch aufgrund schon vorhandener Vereinbarungen und der Aufgabenverteilung Bund und Länder das ganze Thema bewältigt. Die Länder schaffen es nicht alleine, die bitten um Hilfe. Die Länder sagen immer, dass sie es nicht alleine schaffen. Auch dieser Vorstoß, die Bomben nach fast 70 Jahren endlich flächendeckend zu suchen, droht am Gerangel um die Kosten zu scheitern. Vermutlich werden wir noch jahrzehntelang auf die Erfahrung von Menschen wie den Sprengmeister Hans Mohr angewiesen sein. Für Mohr ist jede Sprengung eine Chance, sein Wissen über die Wirkungsweise der explosiven Kampfstoffe zu erweitern.
Bei unumgänglichen Sprengungen in Wohngebieten will er vorbereitet sein. Wir müssen mehrere Dinge verhindern, das heißt Splitterflug, Druckwirkung und Feuer- und Hitzeentwicklung. Und das lässt sich eben am besten verhindern, indem man für Druckentlastung sorgt, dass man diesem Explosionskörper die Möglichkeit gibt, in eine Richtung sich auszubreiten, und in eine andere Richtung muss man so massiv auffahren, dass die Ausbreitung verhindert wird. Dazu gehört Verstand und immer ein wenig Glück. Mohr zeigt mir einige selbst aufgenommene Videos seiner Sprengungen. Hier wollte er, dass sich der Druck nur in Blickrichtung links entlädt. Bei dieser Bombe hat er es geschafft, die Spitze samt Zünder vom Rest des Körpers abzusprengen. Das Wasser in der Erde und in dem Spezialkissen hilft, die Erschütterungen im Boden zu minimieren. Wissen, das ihm hilft, wenn Bomben in der Nähe von Gebäuden liegen, so wie hier im Jahr 2011. Wir haben hier diese aufgestapelte Pyramide mit 120 Big Packs voller Sand, jeder einzelne Sack mit ungefähr 1,3 Tonnen Sand befüllt. Wenn man praktisch hier vor die Strohballen schaut, ist eine Lücke gelassen, um eine Auswurfrichtung vom Gebäude weg zu bekommen. Mhm. Ich kann das einmal in einem kleinen Film zeigen. Diese Perspektive wurde vom Fenster direkt hinter dieser Pyramide aufgenommen. Die Kamera ist stehen geblieben. Es gab nicht mal eine Druckwelle in das Fenster. Wir haben gleich nochmal eine Perspektive von der Seite, wo man sehen kann, dass die ganze Druck- und Splitterwelle von dem Gebäude weggeht. Hier sieht man, alles, was wir wollten, ist gelungen in diesem Fall. Splitter, Erdreich und Druckwelle sind vollständig vom Gebäude weggeflogen und das Gebäude hatte keinerlei Schäden. Wer Angst hat, dass auf seinem Grundstück ein Blindgänger liegt, kann beim Bauamt eine Luftbildauswertung anfordern. Auf eigene Rechnung. Findet sich tatsächlich eine Bombe, muss nicht zwangsläufig gesprengt werden. In Brandenburg zeigen mir die Kampfmittelbeseitiger einen Wasserstrahlschneider, den sie bereits erfolgreich eingesetzt haben. Durch den können auch die Bomben mit den gefährlichen Langzeitzündern in jeder Lage entschärft werden. Was die Sicherheit betrifft, ist das die beste Lösung überhaupt. Weil wir hier alles aus der Ferne machen können, weil wir hier, ich sag mal, nicht viel an der Bombe machen müssen. Ja. Und dadurch ist das natürlich im Moment das Beste. Und wir müssen natürlich auch nicht sprengen und möglicherweise Sachschäden verursachen. Ja. Sachschäden in Millionenhöhe, die vor allem dann drohen, wenn Bomben in Wohngebieten gefunden werden. Sie, als diese Bombe hier detoniert ist? Ich war im Begriff, von dort, wo dieser Kessel liegt, rüber zu gehen zum Komposthaufen. Und meine Frau und meine Schwiegermutter, die standen etwa von diesem Baum so 5 Meter zurück und haben natürlich nun mehr abgekriegt als ich. Dort kamen also die ersten Soden schon wieder runter. Mhm. Und dadurch hat sie die teilweise ins Genick gekriegt und hat sich vor meine Schwiegermutter gestellt, um die zu beschützen. Rüstungsfirmen, Flughäfen und Bahnhöfe waren die strategischen Ziele bei Luftangriffen. München, 4 Monate nachdem hier mitten in einem Geschäftsviertel die Sprengung einer Bombe unerwartete Ausmaße annahm. 4 Monate und noch immer sind die Schäden deutlich sichtbar. Die Boutique von Ronny Kleiner ist nur wenige Meter von dem Fundort entfernt. Die Bombe lag hier vorne. Genau. 5 bis 10 Meter von der Kante hinweg lag die Bombe. Ganz nah. Und war auch zu erkennen? Die hat man den ganzen Tag gesehen. Die ist mindestens einen halben Meter rausgestanden. Das heißt, als man sie gefunden hat, wurde hier noch nicht sofort geräumt? Nee. Die hat man vormittags etwa um 10 gefunden und abends um 6 mussten die Leute aus dem Haus raus.
Weitere 28 Stunden später lief die kontrollierte Sprengung aus dem Ruder. Ja, das ist mein Laden. Oh, das ist der Zustand nach 4 Monaten. 4 Monate nach der Bombensprengung. Wie lange wird es noch dauern? Noch 2 bis 3 Monate, immer noch. Immer noch. Die ganzen Fensterrahmen vom ganzen Haus mussten gemacht werden, alle Türen vom ganzen Haus. Und so verzögert sich das alles, was ein Riesenauftrag ist. Immerhin, die Anwohner der betroffenen Straßen halten zusammen. Kleiner darf eine Kneipe als Büro nutzen. Wir gucken uns an, was in der Nacht der Bombensprengung passiert ist. Ich habe das Geld in der Kasse gelassen, das war alles, wir haben gelacht. Wir haben gelacht, ach, jetzt müssen wir hier raus, eine Bombe, hahaha. Ha, ha. Also das hat keiner für ernst genommen, so. Niemand. Mehrere Anwohner haben Kameras auf den Dachterrassen laufen lassen. Wie hoch sind die Häuser? Das sind 5-stöckige Häuser. Und es ist deutlich zu erkennen, dass das Flammenmeer darüber geht, ne? Auch wie breit dieses ganze Flammenausmaß ist. Ja, mehrere hundert Meter schaut es aus fast. Und jetzt schlägt es erst richtig hoch. Das ist wirklich möglich. Jetzt brennt der Laden. Wenn man jetzt Opfer so einer Bombe wird, wer hilft einem danach? Niemand. Überhaupt niemand. Das war auch eine Sache, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Warum ich auch in die Interviews gegangen bin, in die Filmaufnahmen gegangen bin, an die Zeitung gegangen bin. Weil da wirklich überhaupt keine Hilfe kam von öffentlichen Stellen oder der Stadt München. Und ich kann von Glück reden, dass meine private Versicherung aus Kulanz gesagt hat, gut, wir kommen für den Schaden auf, obwohl es einen Passus gibt, dass sie nicht für Nachkriegsschäden aufkommen müssen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich vor dem Nichts gestanden. Das ist Ihr Land. Mit einem Windzug nach der Druckwelle sind die Flammen durch Kleiners Boutique gefegt. Also es ist immer noch so, dass ich es kaum verarbeiten kann. Ich rieche wieder den Geruch, wenn ich das hier sehe. Ich weiß, wie ich mich die ersten Tage gefühlt habe. Das war einfach nur ein Ausnahmezustand, wie im Krieg oder so. Aber wirklich emotional komme ich immer noch nicht rum. Ich glaube, da brauche ich noch Jahre. Das zu spüren, der Schmerz, das ist alles, was das bedeutet. Ja. In München gibt es keine ausdrückliche Pflicht, Baugrundstücke nach Bomben abzusuchen. Die Leidtragenden sind die Arbeiter. Haben Sie bewusst nach der Bombe gesucht? Nein, wir haben den Auftrag, hier die Erdarbeiten durchzuführen. Und der Bombenfund war zufällig. Es war nicht gewollt und nicht geplant. Mhm. Und es wünscht sich keiner sowas. Aber es kommt leider vor. Ja, das ist nicht die erste in diesem Jahr. Für Sie nicht die erste? Nein, wir waren in München in diesem Jahr an 3 Stück schon beteiligt. Experten vermuten allein in München noch mindestens 600 gefährliche Blindgänger. Also da, wo jetzt dieser Erdhaufen ist, in dem Bereich lag die Bombe. Ja. Und wir hatten da abgetragen, schichtweise, und wollten das Material hier vorne aufbauen. Und dann hat er die Bombe seitlich erwischt und hat dann gemerkt, dass er gegen einen Widerstand. Nach amerikanischen Flugzeugbeladungslisten wurden hier allein bei einem Angriff über 4000 Bomben mit den gefährlichen Langzeitzündern abgeworfen. Macht etwa 400 Blindgänger. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit, den wir hier eingehen. Wir haben diese Zünder, die wir entschärft haben, alle untersucht. Und der innere Zustand zeigt uns also, der Verrottungsprozess nimmt immer mehr zu. Die Sicherungselemente, die da noch vorhanden sind, die verschwinden immer mehr. Das heißt, irgendwann wird es dann zu Selbstdetonation, die es hier schon gegeben hat. Also eine Bombe, die also selbstständig detoniert, ohne äußere Einflüsse kommen können. Und das wollen wir ja vermeiden. Elektromagnetische Messungen in den Bohrlöchern machen die Sprengkörper aus Stahl sichtbar. Auch unter Gebäuden und Straßen. Kosten für die Suche und Räumung der gesamten bombardierten Stadtfläche 420 Millionen Euro. Land und Gemeinde haben pro Jahr nur 7 Millionen veranschlagt. Das bedeutet, bis die Suche abgeschlossen ist, vergehen noch weitere 50 Jahre. Als nächstes wird dann genau lokalisiert, wo sich der Gegenstand befindet. Ja, so dass man die Tiefe verifiziert und die genaue Lage. Anschließend wird ein Verbau angelegt und es wird sich runtergekramt bis an den Gegenstand, um genau zu erkunden, um was es sich handelt. Ja, das kann eine Bombe sein, das kann aber auch irgendein anderer Metallkörper sein, was wir ja auch häufig haben. Das meiste von dem, was Reinhard und seine Kollegen finden, landet hier in den Bunkern von Kummersdorf-Gut. 500 Tonnen Bomben und Munition sind es im Schnitt pro Jahr, allein in Brandenburg.
Das sind alles Bomben? Das sind alles Bomben, ja, russische Bomben. Verschiedene Granaten, verschiedene Kalibers hier. Handgranaten da oben? Handgranaten, jawohl. Die sind Nörren-Typs. Die Funde eines Winters. Im Frühling werden sie beseitigt. Da werden Gruben gemacht, mehrere, und dort wird die Munition eingelassen, kommt auch wieder erdreich drauf und dann wird sie dort gesprengt, damit die Wirkung gedämmt wird. Etwa 10 Großsprengungen gibt es hier im Jahr. Gut 20 Tonnen Munition waren es bei dieser. Doch in Zukunft wird es öfter kleine Sprengungen geben, manche dann auch in Wohngebieten. Wenn wir die Kampfmittel bergen, stellen wir auch immer wieder fest, dass sie immer labiler sind, also verrotten langsam. Wir sprengen immer mehr vor Ort, also fassen die auch selber nicht mehr an, weil es zu gefährlich ist für die Mitarbeiter, damit umzugehen oder gar zu transportieren. Da wird also immer mehr direkt am Fundort vernichtet, sodass keiner sich unnötig in Gefahr begeben muss. 5-mal sind in Oranienburg bereits Bomben von allein hochgegangen. Auch Ehepaar Friedel flogen die Granatsplitter buchstäblich um die Ohren. Wir hatten insofern Glück, dass diese Bombe etwa 5 Meter tief lag und damit einen ziemlich spitzen Trichter ausmachte und über uns drüber weggeflogen sind die Splitter. Ist das so ein Tag, den man nie vergisst? Den vergisst man nie, den Tag. Nee. Wir feiern 2-mal unseren Geburtstag. Das behält man immer in Erinnerung. Ja. 1981, am Ostersonntag, ging hier im Garten die Bombe hoch. Mit Hilfe des Gartenschlauchs zeigt mir Heinz Friedel die Ausmaße des Kraters. So groß war der Krater? 12 bis 15 Meter im Durchmesser. Bombensplitter beschädigten mehrere Autos und schlugen in einigen Dächern der Nachbarhäuser ein. Brigitta Friedel wurde durch die Wucht der fliegenden Erde verletzt. Die Bombe machte aus dem Zierrasen eine Dünenlandschaft. Es findet eine Bombenräumung hier statt. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Wenn Sie nicht freiwillig aus dem Haus kommen, werden wir gewaltsam in das Haus hineinkommen. Wir werden die Tür öffnen und Sie müssen gegebenenfalls für die Kosten aufkommen. Nehmen Sie die Leiter hier weg. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Jetzt nicht. Nein. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Ich werde einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen. Dann werde ich duschen und mich darum kümmern, dass ich mich entweder so oder so verhalte. Verstehen Sie mich? Sie haben verdammt noch mal mir die Zeit zu geben, dass ich rauchen kann. Gehen Sie nach unten. Erst sanfte Polizeigewalt überzeugt die Dame dann doch. 30.000 Euro kostet die Stadt Osnabrück die Räumung des gesamten Wohngebietes. Die Entschärfung der Bomben zahlt das Land Niedersachsen. Polizeisprecher Georg Linke nimmt mich mit in die Einsatzleitstelle. Von hier wird die Evakuierung koordiniert. Erst wenn vom Polizeihubschrauber das Okay kommt, gilt das Viertel als geräumt. Ja, korrekt. Phoenix hat noch einen Radfahrer gefunden. Schwerstraße Höhe Hannoversche. 4 Stunden dauert die Räumung inzwischen. Achtung, hier ist Osnabrück 10 an alle eingesetzten Kräfte im Evakuierungsbereich. Ab jetzt Einsatzstatus Sicherheit. Eiche 77 verstanden. Eiche 72 auch. 15.000, das ist eine sehr große Bombenräumung, das muss man ganz klar sagen. Natürlich dem Problem geschuldet, dass wir hier die Bomben in einem reinen Wohngebiet liegen haben. Und dann muss man, wenn man einen entsprechenden Radius zieht, halt auch so viele Leute evakuieren. Eine Sporthalle ist das Evakuierungszentrum. Die Osnabrücker kennen das schon. 170 Bomben wurden in den letzten 12 Jahren gefunden und beseitigt. 2 Stunden nach der Evakuierung gibt der Bombenentschärfer Entwarnung. Ja, schnell. Das muss ich sagen, das war wirklich klasse. Super Arbeit. 2 amerikanische 250 Kilogramm Bomben hat Mohr entschärft. In Handarbeit. Erleichtert? Ja, klar. Das ist die totale Entspannung, wenn das alles gelaufen ist. Und die Nacharbeit ist nur noch ein Vergnügen. Jede Bombe hatte 2 Aufschlagzünder. Einer war zerstört und einen hat Mohr im Garten beseitigt.
Meinen Sie, Sie werden noch viele solche Einsätze haben? Davon gehe ich felsenfest aus. Man kann ja in den Statistiken nachlesen, was für große Mengen bei den Bombenangriffen wirklich abgeladen wurden. Bei Osnabrück, da spricht man, glaube ich, so von 25.000 Sprengbomben, nur Sprengbomben. Es gibt ja noch andersartige Bomben. Und da sind wir noch lange nicht beim Ziel angekommen. Ich möchte mehr erfahren über die Bomben im deutschen Boden. In Dresden ist die bundesweit renommierteste Sprengschule. Hier werden Sprengmeister ausgebildet. Etwa 30 Polizisten sind es jedes Jahr. Herr Frigge, sind Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg noch ein Problem, das oft auftaucht? Also Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind ein Problem. Nur Gott sei Dank sind es nur mal Einzelne, die es bis in die Zeitung oder bis in die Nachrichtenmeldung schaffen. Alles andere läuft relativ ruhig und ohne, dass die breite Öffentlichkeit das mitbekommt ab. So, bitte. Mehrere hundert unterschiedliche Typen müssen Bombenentschärfer zweifelsfrei auseinanderhalten können. Auch der amerikanische Bombentyp aus Osnabrück liegt hier, allerdings ohne explosive Füllung. An ihm darf ich üben. So, da haben wir hier die Wortzange, dann probieren wir das bitte mal. Okay. So, zu beachten wäre, dass wir hier den Zünderkörper haben und vorne den Druckteller und die Zange muss angesetzt werden an den Zünderkörper. Nicht an den Druckteller. Und jetzt herausschrauben. So einfach geht das natürlich in der Praxis nicht immer. Das kann man sich vorstellen, wenn die ein paar Jahrzehnte im Boden gelegen hat. Jetzt wird der Zünder vollständig herausgeschraubt und zur Seite gelegt. Ist der Zünder aus der Bombe, gilt diese als entschärft. Und wo liegt jetzt die Schwierigkeit, so einen Bombentyp zu entschärfen mit so einem Zünder? Ja, das wäre dann hier ein Langzeitzünder. Und Langzeitzünder sollen also die Bombe auslösen zu einem Zeitpunkt, wenn die Flieger, die diese Bombe abgeworfen haben, schon lange wieder in Richtung Heimat unterwegs sind. Das ist so ein Zünder da. Das wäre ein solcher Zünder. Dieser Typ wird nur durch eine Sperre am Detonieren gehindert. Nach dem Abwurf treibt dieses Windrad eine Gewindestange ins Innere des Zünders. Sie zerdrückt eine Glasampulle, die mit Lösungsmittel gefüllt ist. Das zersetzt langsam die Sperre. Stunden nach dem Abwurf detoniert die Bombe. Ziel war es, die Zivilbevölkerung nach dem Verlassen der Bunker zu treffen. Blindgänger dieses Typs liegen überall in Deutschland. Tickende Zeitbomben, die explodieren, sobald die Sicherung verrottet ist. Das ganze Problem ist, glaube ich, von Anfang an ein wenig stiefmütterlich behandelt worden, auch vielleicht ein bisschen unterschätzt worden. Bei vorsichtig geschätzten 2 Millionen Sprengbomben, die über ganz Deutschland abgeworfen wurden, hatten ca. 200.000 die gefährlichen Langzeitzünder. Etwa 20.000 davon waren Blindgänger. Wie viele davon geräumt wurden, ist unbekannt. Die meisten Sprengstoffe wurden zunächst industriell und erst später als Waffe eingesetzt. Heute ist Sprengen eine gängige Art, Kampfmittel zu beseitigen. Wie genau das funktioniert, lerne ich hier in Dresden. Oh, geht gar nicht so einfach. Stecke ich die Zündladung da rein, so tief wie es geht? Oder reicht das schon? Und dann mache ich hier so einen Knoten. Aus handwerklicher Leichtigkeit kann schnell gefährlicher Leichtsinn werden. Ausbilder Jörg Rennert macht deswegen immer wieder auf die vernichtenden Kräfte der Sprengsätze aufmerksam. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir nur mal machen, um einfach mal zu verdeutlichen, mit wie wenig Sprengstoff man was für einen Schaden anrichten kann. Die Schweinepfote, die ist von der Anatomie der menschlichen Hand ein bisschen ähnlich. Und insofern kann man also das, was man dann hier hinterher sieht, auch mehr oder weniger auch schlussfolgern, wie eine Hand aussehen würde, was man natürlich nie ausprobieren werden. Post-2-Abschwörung steht. Post-1-Abschwörung steht. Dann machen wir das Signal. Lehrgangsleiter Jörg Rennert schließt den elektrischen Zündkreis. 3, 2, 1. Nur 1 Gramm Sprengstoff steckt in der Zündkapsel, die die Schweinepfote zerfetzt. So, wenn Sie sich das hier angucken, dass das die Wirkung von einem Zünder ist, denke ich, dann ist das deutlich genug, ne? Also was 1 Gramm Sprengstoff letztendlich anrichten könnte.
Kann man daraus auch die Wirkung einer 300 Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ableiten? Schwierig, das kann man eigentlich nicht sagen, weil wenn sie bei 300 Kilogramm daneben stehen, da werden sie wahrscheinlich von demjenigen bedauerlicherweise nichts mehr finden. Aber 300 Kilogramm ist natürlich die Wirkung in der Umgebung noch wesentlich größer. Ne? United States bombers bound for Berlin to destroy armament industries in and around the Nazi war capital. Mehr als 400.000 Sprengbomben fielen allein auf Berlin. Experten vermuten, dass noch über 3.000 Blindgänger in der Erde der Hauptstadt liegen. Doch das flächendeckende Bombardement der englischen und amerikanischen Bombereinheiten traf alle deutschen Großstädte und Industriestandorte. Das Moral Bombing sollte die Bevölkerung demoralisieren und die deutsche Endsiegpropaganda ad absurdum führen. Oranienburg bei Berlin ist eine der wenigen Gemeinden Deutschlands, in der flächendeckend nach Bomben gesucht wird. Alle 2 Meter bohren sie hier, 8 Meter tief. Auch auf Privatgrundstücken. Mindestens einmal pro Woche geht in Deutschland eine Bombe hoch. Kontrolliert, so auch vergangenes Jahr in der Münchner Innenstadt. Das war einfach nur ein Ausnahmezustand wie im Krieg. Niemand weiß, wie viele Blindgänger noch in deutschen Böden liegen. Von den Sprengbomben geht man davon aus, dass zwischen 12% und 15% nicht zur Detonation gekommen sind. Bundesweit machen Kampfmittelbeseitiger Waffen, Granaten oder Bomben unschädlich. 3 von ihnen starben in Göttingen bei der Entschärfung einer Fliegerbombe. Der Zustand der Bombe wird immer schlechter und der Umgang mit diesen Kampfmitteln wird auch immer gefährlicher. Verrottete Munitionsreste in Nord- und Ostsee werden zur Gefahr für Mensch und Tier. Das sind kaputte Flakgeschosse, die jetzt mit den Jahren sich aufgelöst haben. Die haben wir dann öfter mal im Netz. Einige Substanzen, zum Beispiel die Arsenverbindungen, lassen sich doch in erhöhten Konzentrationen im Boden nachweisen. Das Problem wird seit Jahrzehnten weiter vererbt, von Regierung zu Regierung. Das ist nichts, was man jetzt sozusagen im Hauruck-Verfahren von heute auf morgen regeln kann. Woche für Woche werden in Deutschland zufällig Bomben gefunden. Warum wird nicht überall gezielt nach den gefährlichen Blindgängern gesucht? Ausnahmezustand in Osnabrück. Gleich an 2 Stellen haben Experten Bomben aufgespürt. Ein Sprengkörper wird zwischen 2 Wohnblöcken vermutet, der andere im Garten eines Einfamilienhauses. Ich treffe die Kampfmittelbeseitiger vor ihrem Einsatz. Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Bomben zu entschärfen. Wir können ja nicht warten, bis die Bombenblindgänger eventuell mal von allein detonieren und dadurch dann Menschen gefährden. Und das Problem ist, gerade in den schon bebauten und bewohnten Gebieten, da wird ja nicht permanent mehr gebaut. Also wird da auch keiner diese Bombenblindgänger bei Bauarbeiten finden. Sie werden da wahrscheinlich viele Jahrzehnte noch liegen bleiben, bis sie vielleicht mal von selbst detonieren. Lagerung, die jetzt noch vorhanden ist. Sprengmeister Hans Mohr muss heute an die Bombe. Solange ich nicht weiß, welche Zünder drauf sind, ist es für mich enorm spannend. Also man mag mir das vielleicht nicht anmerken, aber im Grunde bin ich, bis der Zünder identifiziert ist, schon sehr, sehr stark angespannt. Aber wenn Sie selber sagen, Sie stehen unter Anspannung, dann ist es ja auch ein Job, der Ihnen viel abverlangt, ne? Wenn sich das so entwickelt hat wie bei mir, dass man da hinein gewachsen ist, entwickelt sich dann aber auch eine Art Jagdinstinkt, wo es eine unheimliche Befriedigung ist, diese Gefahrenquellen zu beseitigen. Also nach so einer Aktion fällt denn alles von einem ab und mir persönlich gibt das eine sehr große Zufriedenheit. Noch allerdings herrscht Anspannung bei den Anwohnern, die ihre Häuser verlassen müssen. Sie wissen ja noch gar nicht so genau, was jetzt passiert heute Abend, ne? Nein. Was wäre so Ihre größte Angst? Dass die Bombe explodiert. Ja, dass unser Haus und alles kaputt geht. Das wäre schon schlimm. Jetzt haben Sie jahrelang ja in Nachbarschaft zu dieser Bombe gelebt. Ja, unsere Kinder sind auch jeden Tag zur Schule gegangen, da durch den Weg. Das ist schon sehr erschreckend, ja. 15.000 müssen raus aus ihren Wohnungen. Noch weiß niemand, wie lange die Evakuierung dauern wird. Sprengmeister Hans Mohr weiß nur, dass das, was da unter der Erde liegt, groß ist. Das Leitwerk, wie das Heck einer Bombe bezeichnet wird, wurde bereits freigelegt. Mohr kann daraus einiges ableiten.
Das ist ein amerikanisches Bombenleitwerk. Das kann eine 5-Zentner, das kann aber auch eine 10-Zentner Bombe sein. Das konnte man ohne weiteres ausgraben, weil die Messung, die vorher durch die Sondierung gemacht wurde, hat ausgewiesen, dass hier ein Störkörper ist, aber wesentlich tiefer die Bombe liegt. Deshalb konnte man dieses praktisch als Schrottteil schon rausnehmen, ohne eine Gefährdung herbeizubeschwören. Nicht alle verlassen freiwillig ihr Zuhause.